Speichern. Stoppdruck noch CTM. Text. Search for YouTube Videos. Ausgewählt. Genau, ihr hört es schon. Ich habe hier den gut GTK YouTube Viewer. Oder er heißt einfach nur YouTube Viewer. Den gab es schon mal vor Jahren. Und mein Anreiz, ein solches Programm mir zu besorgen, war folgendes. Im Windows gibt es ein Programm, das ist ein blindenspezifisches Programm eigentlich. Der Ursprung dieses Programms war der Klango Player. Vielleicht kennen den einige blinde Zuhörer oder haben das mal irgendwo gehört. Die sehen ihn eher nicht. Der Klango Player oder Klango Netzwerk war seinerzeit ein soziales Netzwerk nur für Blinde. Die Webseite gab auch nicht wirklich viel her. Für Sehende waren da keine Bilder drauf oder ähnliches. Gab es einfach nicht. Jetzt gibt es einen Nachfolger, der heißt Elten. E-L-T-E-N. -net.eu ist aber alles polnisch geschrieben und die Webseite ist komplett polnisch, aber der Client ist an sich auch in Deutsch übersetzt. Momentan muss man, wenn man die neuesten Übersetzungen haben will, noch die Beta fahren von der 2.3 Beta 42 im Moment. Aber gut, darum geht es jetzt gar nicht, sondern ich habe dort eine wunderbare Suchmaschine für YouTube. Und zwar ist das ein YouTube-Suchfeld. Wie auch immer das programmiert ist, verstehe ich nicht, weiß ich nicht, kann ich nicht beantworten. Aber die zapfen oder nutzen YouTube DL. Und ich kann damit Videos suchen und Videos auch runterladen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich will jetzt eine solche Suchmaschine auch haben für den Linux-Rechner. Und siehe da, der YouTube-Viewer, GTK YouTube-Viewer nennt er sich, den gibt es noch. Der funktioniert tatsächlich. Es gibt auch noch Minitube, aber Minitube arbeitet nicht unter der jetzigen Schnittstelle. Aber der YouTube-Viewer. So, jetzt mache ich mal was. Ich habe gerade ein Video geguckt und dieses Video suche ich jetzt mal im YouTube-Viewer. An sich habe ich zwar mein YouTube auch an den GTK YouTube Viewer gehangen, also ich habe mich eigentlich mal autorisiert damit, aber so richtig funktionieren will das glaube ich nicht, aber als Suchmaschine reicht das alle Male aus. Den kann man eigentlich auch überall finden. Und wenn man den mal gefunden hat, für Ubuntu gibt es den glaube ich in den Paketquellen, ich habe da glaube ich kein PPA hinzugefügt, ich meine nicht. Dann kommt man da auch wunderbar hin. So, jetzt suche ich mal ein entsprechendes Video, was ich vorhin geguckt habe, und zwar heißt es Pfeifen. Man sieht. So, Enter. So. Und jetzt kann ich mit F6 in die Tabelle springen, wo die YouTube-Videos alle sind. So, und jetzt kann ich dieses Video, was ich gerade ausgesucht habe, auch aufrufen. Enter. Enter. So, und ich kann damit jetzt einfach die Videos, die er gefunden hat, durchsuchen, ohne dass ich irgendetwas anderes noch dazu tun müsste. Und ich brauche auch nicht zwangsläufig die Seite. YouTube-Videos runterladen würde ich weiterhin mit YouTube DL. Das ist jetzt nicht weiter schlimm, aber wenn ich jetzt ein YouTube-Video suche, dann habe ich das da auch schon gefunden. So. Und das Schöne ist, dass das einfach reibungslos funktioniert. So. F10. Menü. Ich versuche jetzt gerade mal. Mit Channels, YouTube,
Ich würde mal kurz View. Wobei View kann man nicht wirklich Hilfe spenden und über. Wir können ja mal über kurz aufrufen. Copyright 2010 / 2018 Tweetsen https github.com Tweetsen YouTube Thema schließender Rücknopf Alt plus C zum aktiven Bild. Okay, also bei GitHub liegt das Zeug auch rum. Wir haben gerade gehört, das ist eine Version von 2018. Aber sie läuft immer noch. Ich glaube, die nutzen SM-Player oder sowas. Und den SM-Player habe ich hier sowieso drauf. Insofern funktioniert das auch alles wunderbar. Ja, das wollte ich nur mal kurz zeigen, dass man hier ganz einfach nach YouTube-Videos suchen kann. Man soll mit dem Programm eigentlich auch Kanäle abonnieren können und so und sich da dranhängen. Das habe ich aber früher schon nicht richtig hinbekommen und heute funktioniert das auch nicht wesentlich anders doller. Es gibt auch eine Konsolenversion, wenn man hier nämlich ins Menü geht, aber die Konsolenversion habe ich noch nicht richtig begriffen, dann gibt es hier YouTube Viewer. Und wenn man da drauf geht, dann öffnet sich eine Konsole oder ein Terminal. So, das Terminal mache ich jetzt mal ein bisschen größer. So, und jetzt haben wir das Terminal groß und könnten hier Suchbegriffe eingeben. Und dann würde er einem auch entsprechend was anzeigen. So, ich mache das jetzt wieder zu, weil... So, ich suche das jetzt nicht. Ich suche jetzt hier auch nichts. So, Tür zu. Gut. Das wollte ich nur kurz gezeigt haben, weil das eine schöne Möglichkeit ist, entsprechend auch YouTube-Videos zu suchen mit dem Rechner, ohne dass man die YouTube-Seite benutzen muss. Und so hat man das ein bisschen ähnlich wie in einem Elton-Programm in Windows. Das Elton-Programm werde ich irgendwann mal auditiv zeigen, weil es gibt da auch nicht wirklich was zu sehen. Es gibt dort ein Standbild im Elton und dieses Standbild ändert sich eigentlich auch nicht. Im alten Klango gab es im Client wenigstens noch die Texte, die angezeigt werden und auch Menüs. Die gibt es jetzt nicht mehr. Deswegen werde ich das Video nur auditiv machen und dann entsprechend aufnehmen. Dass man mal das Elton-Programm so erleben kann. Das ist dann quasi die Alternative zu diesem YouTube-Viewer hier oder umgekehrt. Der YouTube-Viewer oder GTK-YouTube-Viewer ist die Alternative zum Elton-YouTube-Suchprogramm. Ja, insofern ist das eigentlich sehr ähnlich. Wir haben auch gehört, dass das eine Beschreibung hat. Eine Beschreibung wird dort auch angezeigt und das ist natürlich eine sehr schöne Sache. So, gut. Das wär's dann mal wieder. Mal sehen, wann das Video dann online geht. Das weiß ich jetzt im Moment noch nicht. Ich habe noch ein anderes Video, was online gehen soll. Was ich aber noch nicht hochgeladen habe. So, okay. Dann hört man sich hoffentlich bald wieder.